Also bei dem Projekt CCC Integrativ handelt es sich um ein Beratungsprogramm zu komplementär naturheilkundlichen Maßnahmen in der Onkologie. Genau, und das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz skizzieren. Das Projekt ist ein Verbundprojekt, an dem alle vier Tumorzentren in Baden-Württemberg beteiligt sind. Das sind einmal Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm. Und die Projektverantwortung hat die Allgemeinmedizin der Universitätsklinik in Tübingen inne. Bisherige Erkenntnisse aus der Forschung im Kontext von komplementärer Medizin und Pflege in der Onkologie konnten zeigen, dass sich etwa bis zu 80% der Patientinnen und Patienten eine stärkere Berücksichtigung von naturheilkundlich, pflegerischen und auch medizinischen Maßnahmen im Rahmen ihrer Tumorerkrankung und Behandlung wünschen. Dazu gibt es bereits einige positive Effekte, die sich auch wissenschaftlich nachgewiesen haben. Zum Beispiel im Rahmen von komplementären Verfahren wie der Akupunktur, aber auch der Aromatherapie, pflanzliche Arzneimittel oder Yoga konnten hier positive Wirkungen im Hinblick auf die Symptomlinderung und Lebensqualitätsverbesserung von den Patientinnen und Patienten aufgezeigt werden. Aber allerdings ist auch zu wissen an dieser Stelle, dass es auch Risiken gibt, wenn komplementäre Maßnahmen ohne Kenntnisse angewendet werden, gerade im Bereich von der Behandlung einer Tumorerkrankung. Hier kann es nämlich zum Beispiel Wechselwirkungen von Chemotherapeutika und pflanzlichen Arzneimitteln geben. Dazu gibt es Anbieter von komplementären Maßnahmen oder auch die Qualifikationen, die nicht immer transparent dargestellt sind. Genau in diesem Rahmen möchte das Projekt CCC Integrativ ansetzen und entsprechend des nationalen Krebsplans die onkologischen Versorgungsstrukturen verbessern, die Patientenorientierung und Selbstaktivierung erhöhen. Ziele des Projektes CCC Integrativ sind entsprechend: Es geht um die Etablierung eines wissenschaftlich fundierten Beratungsangebotes zu naturheilkundlich komplementären Verfahren in der Onkologie. Es geht darum, die Gesundheitskompetenz und Entscheidungskompetenz von Ihnen als Tumorpatienten im Bereich naturheilkundlich komplementärer Verfahren zu verbessern. Und es geht darum, die Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegenden zu verbessern, auch über Sektoren hinweg, also von der Klinik in den ambulanten Bereich, vom Tumorzentrum in den ambulanten Bereich. Wenn Sie nun Interesse haben, an der Studie, dem Projekt CCC Integrativ teilzunehmen, müssen Sie folgende Einschlusskriterien erfüllen. Sie sollten ein Interesse an naturheilkundlich komplementären Verfahren mitbringen. Sie müssen Patient an einem CCC in Baden-Württemberg sein, also für Freiburg das CCCF. Hierbei gilt auch das Einholen einer Zweitmeinung. Die Erstdiagnose Ihrer Tumorerkrankung, das Wiederauftreten, das sogenannte Rezidiv oder das Fortschreiten Ihrer Tumorerkrankung, der sogenannte Prozess, muss in den letzten 6 Monaten gewesen sein. Dabei können alle Tumorarten berücksichtigt werden. Und Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn Sie alle Einschlusskriterien erfüllen, können wir Sie als Studienteilnehmer in die Studie aufnehmen, CCC Integrativ. Alle Studienteilnehmer erhalten 3 kostenfreie Beratungen innerhalb von 3 Monaten zu ausgewählten Themen, die immer auf Sie individuell als Studienteilnehmer abgestimmt sind. Themenbeispiele sind zum Beispiel Ernährung, Bewegung und Entspannungsverfahren, Phytotherapie, aber auch äußere Anwendungen, Akupunktur oder Akupressur. Mindestens eine der 3 Beratungen wird dabei interprofessionell durchgeführt, von einer Studienärztin und einer Studienmitarbeiterin aus dem Bereich der Pflege. Die Teilnehmerinnen werden dabei gebeten, Fragebögen zur Analyse des Nutzens der Beratungen bei Studieneinschluss nach 3 und 6 Monaten auszufüllen. Dabei werden sie beispielsweise zur Einschätzung ihrer Lebensqualität befragt oder auch, welche Versorgungsleistungen sie außerhalb des Tumorzentrums in Anspruch nehmen.
Das Projekt CCC Integrativ wird auch mit existierenden Angeboten innerhalb des CCCF vernetzt, wie beispielsweise der Psychoonkologie, der Ernährungsmedizin oder auch der Sportonkologie. Alle Patienten und Ratsuchenden kriegen am Ende der Beratung einen Beratungsbrief. Der ist für Sie zum individuellen Nachlesen, aber soll auch für die ambulanten Mitversorger dienen, einfach zur Information. Und dadurch soll es sozusagen auch eine Vernetzung in den ambulanten Bereich geben. Das soll auch durch spezielle Informationsveranstaltungen, beispielsweise für Hausärzte und die medizinischen Fachverantwortlichen, geschehen. Wenn Sie jetzt Interesse haben, an der Studie CCC Integrativ teilzunehmen, dann können Sie ab jetzt, sind Sie herzlich eingeladen, mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Die Telefonnummer ist 0761 270 34973 oder unter der E-Mail-Adresse med1.studie.ccc.integrativ@uniklinik-freiburg.de. Ab ca. dem 15.03. gibt es auch diese hier eingeblendeten Flyer und Plakate, wo noch einmal alle Informationen zur Studie aufgeführt sind. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, Sie als Patientin bei uns in der Studie begrüßen zu dürfen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Katharina, Dankeschön. Für die schöne Darstellung dabei. Das ist ein total wichtiges Projekt. Und wie gesagt, es sollen auch hier allein in Freiburg 500 Patientinnen und Patientinnen integriert werden in diese Studie integrativ. Bitte melden Sie sich. Die Einschlusskriterien werden immer unsererseits auch nochmal kontrolliert halt. Und es ist pflegerische und ärztliche Betreuung halt an diesen 3 Terminen möglich, an einem sogar beides zusammen. Also das ist total wichtig denn dabei. Und wir freuen uns über Ihre Teilnahme, Frau Katharina Pfister, und Ihre Kolleginnen sind extra ausgebildet worden, nochmal für diese ganzen alternativen, komplementären Maßnahmen halt. Also es ist eine total wichtige Sache. Wir freuen uns, dass wir das hier am Klinikum in Freiburg anbieten können. Nochmal vielen Dank, Katharina, für die schöne Darstellung. Danke.